Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vampire the Masquerade Bloodlines. Ach, was ist das nur für ein Luxus mit einem zweiten Monitor? Ich muss es nochmal sagen, es ist echt der Wahnsinn. Warum kann ich eigentlich in meinem Zuhause die Vasen nicht umwerfen? Ich würde hier gerne ein bisschen umdekorieren. Nee, wir wollen heute produktiv sein. Ich möchte produktiv sein. Ihr müsst mir dabei zugucken. Ihr müsst natürlich nicht, aber ihr tut es. Die Diskutatoren tun es natürlich. Was müssen wir machen? Sollen wir das in Chinatown machen, diese Geschichte? Ach so, die braucht irgend so ein Guy-Magazin. Eieiei, ich weiß halt immer noch nicht, wo wir das herkriegen könnten. Hat es vielleicht der eine, der alles hat außer Waffen? Ich weiß nicht, aber mit dem konnten wir auch nicht wirklich reden. Ah, entweder wir gehen ins Fu-Syndikat. Oder aber wir gehen. Ah, Namensschild brauchen wir noch, okay. Das haben wir jetzt schon gemacht, das verstehe ich halt nicht. Ja, vielleicht machen wir das mit dem Hub. Dann sind wir damit durch. Dann müssen wir wieder nach Chinatown. Wir haben jetzt auch den Schlüssel mittlerweile. Den hatte ich mir ja geholt. So. Kann ich mich an diese Aufgabe erinnern? Ich weiß es nicht. Ich habe die, glaube ich, alle, also alle Mitnick-Aufgaben für recht schwer gehalten oder recht schwer in Erinnerung gehabt. Aber, war ja bisher eigentlich nicht so schlimm. Was ist los mit den Ladezeiten? Was ist da los? Das war halt sonst nicht so lang, oder bilde ich mir das ein? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es so lang war. Da. Musik wäre wenigstens schön, ne? So während man wartet. Ich bin gespannt, ob von dem Spiel nochmal ein Nachfolger kommt. Ich habe da wieder was gehört. Weil, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber irgendwas habe ich da wieder gehört, dass es dann doch sein könnte irgendwie. Dass die da an irgendwas basteln. Das wäre so toll. Das Spiel in geiler Grafik. Wäre echt schön. Wäre echt schön. Würde ich mir sofort kaufen. Aber das ist halt schwierig bei solchen Sachen, weil man dann oft enttäuscht wird. Also gerade wenn man sehr, sehr stark Dinge mag und man lange, und es lange nichts Neues von dem gab, es ist wurscht, ob es Musik ist oder ein Film oder weiß ich. Ein Spiel, dann ist es oft so, dass man halt enttäuscht wird. So ging es mir ja, oder ich kann es ja noch nicht sagen, aber bisher geht es mir teilweise so mit Siberia. Ich war ja an manchen Stellen tatsächlich schon kurz am Überlegen, ob ich es nicht komplett sein lassen soll. So genervt war ich davon. Und ich habe, wenn ich mich recht entsinne, noch niemals ein Spiel, was Story hat, einfach aufgehört zu spielen, weil ich angepisst war oder so davon. Außer jetzt, ja, bei dem Siberia habe ich es halt tatsächlich überlegt. Weil da so vieles nicht glatt läuft. Und gerade wenn man ein Spiel so lange entwickelt, kann man schon so ein paar Sachen erwarten, finde ich. Ist zumindest meine Meinung. Also ich weiß nicht, wer von den Leuten, die Vampire schaut, auch Siberia schaut. Auf jeden Fall, es gibt ja so Tonabbrüche zum Beispiel. Und das ist. Ach, das ist nicht das Schlimmste. Oder Übersetzungsfehler, weswegen man Rätsel nicht lösen kann. Ich verstehe die Ladezeiten nicht. Also das geht jetzt schnell, na klar, aber das davor, was war denn da los? Ah, wir sind direkt in einer Kampfzone. Ich habe keine Ahnung, was ich hier zu tun habe. Nicht so ganz genau. Muss ich mir nochmal ganz kurz durchlesen. So. Sie haben Anweisungen erhalten, wie Sie den Chinatown Hub des Nosferatu-Netzwerks aktivieren können. Sie müssen in ein Unternehmen namens Kamikaze Zen einsenden. Mitnick hat Ihnen den Schlüssel in den Briefkasten gesteckt und das Terminal im Serverraum aktivieren. Ein Insider hat ein Virus namens Hooligan auf einem der Büro-Terminals installiert. Finden Sie die Datei und führen Sie sie aus. So schalten Sie die Stromversorgung ab und können durch die Sicherheitstür gelangen. Oje, der Serverraum ist irgendwo hinter dieser Tür. Die stehen besser auch Inhalt aus dem elektronischen Safe, um die Ermittler auf eine falsche Fährte zu locken.
Also erstmal muss ich ein Terminal im Serverraum aktivieren. Ach, ich glaube, hier kann ich noch frei mich bewegen. Schaut immer noch ruhig aus. Ich hätte Auspex nicht aktivieren sollen. Oh mein Gott. Hi. Scheiß. Ach ja, ich dachte, ich kann mich hier noch frei bewegen. Sorry. Dann werde ich ein bisschen vorsichtiger sein, okay? Ein bisschen. Da bist du. Ja, davor war hier alles. Hier ist sowieso nichts drin. Da kann ich auf jeden Fall schon was machen. Strom. Okay. Da ist es schon. Hooligan. Virus aktiviert. System wird heruntergefahren. System XXX. Stromversorgung offline. Okay. Ich muss jetzt irgendwie hinkommen. Ich habe nur eine begrenzte Zeit. Ist das die Sicherheitstür? Sieht mir jetzt nicht nach Serverraum aus. Oh Mann. Nee, keiner da. Ich habe den verdammten Zugangscode in dem Serverraum verloren. Kannst du ihn mir nochmal schicken? Oh, und heute Abend noch ich. Ja. Hey, where they go? Was für ein Quatsch, als ob ich jemals bei der. Da war jetzt nichts mit dem. Da war jetzt kein Passwort oder so. Schön, dass er mich nicht gesehen hat. Boah, ich weiß nicht, wie man das in der kurzen Zeit schaffen soll. Ja, ich sehe schon, dass hier ein Dingens ist. Da ist zu, verdammt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo ich hin muss. 4, 5, 6, 7. Okay, 4, 5, 6, 7, Leute. Hat sich da nicht irgendwas. Nein. Hätte ja sein können, dass sich da irgendwas aktualisiert hat. Ich will hier nur einen kurzen Blick immer reinwerfen. Ich weiß, dass ich nicht so viel Zeit habe, aber. Ich würde es halt schon gerne wissen. Und sehen. Und so. Sieht wichtig aus hier. Ach, komm schon. Ich überflieg's nur, Leute. Sorry, ich habe nicht die Zeit jetzt. Ich glaube, das ist nicht wichtig. 4, 5, 6, 7. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Verdammt, und die Zeit ist halt immer noch nicht abgelaufen. Also, es ist nicht immer nicht abgelaufen, die hat nicht aufgehört. So, Net Security. Ich dachte, dass es das schon war.
zu niedrig? Tresorraum. Das haben wir. Entriegeln. So, und das ist zu niedrig. Haben wir ein Passwort von ihm bekommen? Ein Installer der Hooligan finden Sie in der Datei. So scheinen Sie die Stufe zu. Genau, das haben wir schon. Der Serverraum ist irgendwo hinter dieser Tür. Sie stehlen besser auch die Inhalte. Ja, aber Serverraum, das bringt mich halt jetzt nicht weiter. Net Security. Das haut hin. Okay. Schrecknet. Huh. Ach so, verdammt. Das ist ja komplett auf Zeit. Da ist immer dasselbe. Okay. Leute, ich speichere mal ganz kurz ab, weil ich versuche jetzt hier zu laufen. Ich mag das nicht, weil, ups, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich nicht... Gott, Kind. Weil ich immer das Gefühl habe, dass ich nicht alles mitkriege. Namensschild. Das ist genau das, was wir brauchen. Das braucht Gary, ne? Für Mitnick. Ja, das schaffen wir aber eigentlich locker in 5 Minuten raus. Das ist so dämlich. Ich finde das einfach so dämlich. Das ist einfach... Er muss mich ja sowas von sehen, eigentlich. Ja, da sind wir schon. Ich meine, im Prinzip passiert ja nichts, wenn das der Sturm wieder angeht, oder? Wir dürften halt nur nicht in dem hinteren Bereich sein. So, was machen wir jetzt? Eigentlich möchte ich jetzt... Sollen wir in das Syndicate gehen? Ja, eigentlich gehen wir ins Syndicate, bevor ich da jetzt extra zurückfahre. Nur wegen des Namensschilds und so, gehen wir doch da rein. Also, ab jetzt weise ich darauf hin, wie so oft, dass es eine mehrteilige Folge werden könnte, weil ich nicht weiß, wie umfangreich diese Aufgabe hier drin ist. Für den Fall, dass es eine mehrteilige Folge wird, werde ich mich nicht verabschieden. Aber das wisst ihr ja alles. Die meisten wissen's. Okay, wir sind in einem Elysium. Ich denke nicht, dass es... Sieht sehr ähnlich aus wie das vom... Oh. Das kann ich aber nicht hacken, oder? Nee, kann ich nicht hacken. Das wäre schon geil, das rauszufinden. Sieht aus wie beim Prinzen, wollte ich sagen. So glad you finally decided to show up. If you want to meet your comrade, walk through those doors. Denken Sie, Sie könnten mich einschüchtern? Nein, ich werde kommen. Ich erinnere mich. Ich habe mich jetzt gerade daran erinnert, was das ist hier. Bin ich eigentlich bis jetzt gut davon gekommen mit Spoilern oder habe ich euch gespoilert, Leute? Wir müssen uns diese Tür da merken. Wir müssen irgendwie an diesen Code kommen. Ich will das haben. Ach, Disziplinen sind nicht erlaubt. Tolle Wurst. Gut. Ich bin told, you are rather resourceful individual. This should make you a most intriguing specimen. You and your kind may play mortals for weaklings and fools, and that may be fitting for some. But you underestimate me. Subject is female. Appearance suggests early to late 20s. True age unknown. Tja, Leute, was passiert hier? As with the other, there are no vital signs. No heartbeat, no body heat. Test chamber air sample is 97% carbon monoxide. Normal respiration cannot take place. Subject is by all definition clinically dead. Hello in there. Hallo. I'm going to run some tests on you. Yeah. I'm interested in how you work,
but only because it's my task to find the most efficient way to kill your kind. Please, give me everything you've got. Begin the experiment. Test chamber has been filled with ultraviolet light, releasing moderate UV radiation. Does that burn at all? Nein, anscheinend nicht. Subject exhibits no sign of pain or even physical discomfort. Ja, es ist hell, mach mal weg. Shut down the lights. Ja, bitte. Conclusion. UV radiation does not produce the desired effect. Please, move on to the next chamber. Jo, Leute. If you cooperate, I would give you a dog for your good. Your kind is resourceful. Your survival instinct borders on animalistic. I'm curious about your innate abilities. Let us see what you can do. The walls are reinforced concrete, several feet. Lass mich mal kurz speichern. Ich weiß nämlich nicht, ob uns das generell was tut. Fand ich eigentlich cool, dass die sowas eingebaut haben. There is no other exit. Believe me, it is my design. Ah, okay, wow. Ich kann tatsächlich einfach durchlaufen. Möchte ich aber nicht. Ich möchte das einigermaßen okay lösen. Ich möchte es nicht perfekt lösen. Ich möchte es einigermaßen okay lösen. Ich habe sehr hohe Ansprüche an mich selber. Wow, no! Und mir geht's schlechter als davor, als ich einfach durchgelaufen bin. Jesus Christ. Olkin, was ist los mit dir? Du bist nicht der hellste Kopf von allen. Das ist doch jetzt gut, ne? Nichts verloren. Darf ich mal speichern? Danke. Ich speichere gar nicht oft, finde ich. Nee. Mm-mm. Bin überhaupt nicht der Meinung. Es hat sich auch noch keiner von euch beschwert, dass ich mega oft am Speichern bin. Finde ich voll nett. Okay. Warum packt sie eine Waffe aus? Fragt ihr euch. Okay. Only the most simple creatures can survive dismemberment. I am told you can regenerate parts of your body. I'd much like to observe this. I wonder, how many limbs can you lose before you cease to function? Ja. Muss ich jetzt echt irgendwo reinlaufen? Ich glaube halt, dass ich irgendwas kaputt machen konnte. Ja. You've shown great resilience so far. Let's see how you do against some live targets. Proceed to the next room. Dachte ich mir doch, ja. Ich bin hier ewig nicht drauf gekommen. Das weiß ich noch von früher, deswegen habe ich mir das jetzt so gut gemerkt. Ich bin hier nicht weitergekommen, weil ich nicht geschnallt habe, dass ich das machen muss. Ich habe jetzt auch auf das Teil geschossen, nicht auf diesen Kasten. Sometimes myths are constructed around legitimate observations. Let us find out if there's any truth in an old superstition. Initiate Van Helsing experiment. Does that hurt? I'd rather the experiment didn't end here. Please, don't disappoint me. Ich musste nicht unbedingt, oder? Muss ich den unbedingt? Ich habe jetzt dummerweise nicht wirklich aufgepasst. Ich bin mal ganz ehrlich zu euch. Ich bringe ihn mal nicht um. Ich gehe hier mal kurz eine Runde. Ich glaube, ich muss ihn unbedingt. Oder geht es hier weiter? Also ich meine, ja, hier geht es weiter, aber... Naja, ich trinke ihn mal aus. Nicht? Bleib doch mal stehen! Hi. Van Helsing hypothesis tests false. Well, when God fails, put your faith in the gun. Ja. Proceed, Commander. The men are veteran mercenaries. The weapon modifications are... Find incendiary weapons.
promising. Suggest field tests. What is it doing? Der lebt immer noch? Ich brauche Blutheilung. Und Blut. Warum kann ich die Leute hier nicht trinken? Das verstehe ich nicht so ganz. Naja.